Ja, guten Tag allerseits. Es ist mal wieder soweit, 16 Uhr, Zeit für ein wenig Informatik. Ich habe heute Vormittag hier über Arrays, Pointer gesprochen, diese Dualität. Und dann habe ich hier in dem kleinen Programm zum Thema String Compare gleich mal zwei solche Arrays, solche Vektoren benutzt, aber jetzt mit der Pointer-Schreibweise. Ich habe auch hier oben geschrieben the string und habe dann hier unten da immer auf den Pointer eins draufgezählt, um den hier wieder zu dereferenzieren. Ich hätte in beiden Fällen hier oben und hier unten, und jetzt benutze ich die Tafel nochmal wieder, in beiden Fällen auch statt the string da, Sternchen, das da, also da. An dieser Stelle hätte ich auch the string an der Stelle index, schreiben wir mal ind oder sowas, hinschreiben können, dann müsste ich hier in der Schleife, bräuchte ich hier noch eine weitere Variable und müsste in der Schleife hier auch noch hochzählen. Dann würde ich also da the string an der Stelle Index stehen haben, und das Index müsste hier immer inkrementiert werden, und wir müssten natürlich mit 0 anfangen. Genauso hier unten könnte ich auch so eine Variable Index haben, die hier immer erhöht wird, hier innen drin, und hier an dieser Stelle würde dann eben A-String an der Stelle Index, Index und hier Index stehen, mit dem Sternchen jeweils weg. Also A-String an der Stelle Index, B-String an der Stelle Index und hier wieder A-String an der Stelle Index. Hier würde ich dann das nicht inkrementieren, sondern ich würde nur Index hochzählen. Genauso hier würde ich statt thisString++ Index++ schreiben oder IND oder I, je nachdem, welche Variable Sie da wählen oder ich da wähle. So könnte man es auch formulieren. Warum steht das hier so? Naja, auch mal wieder, um klarzumachen, dass gerade bei Strings die Programmierer gerne sowas da schreiben. Hier geht es also auch um Leseverständnis. Und ich möchte, ja, das ist vielleicht gerade hier der richtige Zeitpunkt, diesen klugen Spruch noch loszuwerden. Genauso wie man das Lesen und das Schreiben nicht in der Grundschule nicht dadurch lernt, dass man die Buchstaben auswendig lernt, sondern dadurch lernt, dass man eben viel liest und auch mal was schreibt, müssen wir auch beim Programmieren Programme von anderen Leuten lesen. Da gibt es genügend, die im Internet rumliegen. Auch auf der Wikipedia gibt es kleine Code-Ausschnitte. In allen Büchern über das Programmieren gibt es Code-Ausschnitte, und die müssen wir immer wieder lesen, um auch schreiben zu können. Genauso wie man einen Aufsatz wahrscheinlich nicht schreiben kann, wenn man niemals Bücher gelesen hat. In dem Sinne müssen wir auch lesen, Programme, damit wir Programme schreiben können, damit wir ein bisschen programmieren lernen. Und das ist auch was ich Ihnen in der Vorlesung nicht abnehmen kann. Sie müssen das selber aktiv üben, indem Sie Programme von anderen Leuten anschauen, versuchen es zu verstehen und dann mal selber was schreiben. Das ist immer so ein Wechsel. Ich habe letztes Mal, heute früh, angefangen, über Strukturen zu sprechen. Ich habe dann gesagt, wir wollen Objekte der Anschauung, deren relevante Eigenschaften erfassen und diese Eigenschaften in Datenstrukturen
wiedergeben. Wir müssen uns also überlegen, die Objekte der Anschauung, welche Parameter die haben. Und ein gutes Beispiel ist, wenn Sie sich irgendwie Datenblätter von Geräten anschauen oder allein schon auf einer Webseite von einem Internet-Shop, da sehen Sie auch eine Produktbeschreibung, einen Preis, Gewicht, Dimensionen und noch so ein paar weitere Merkmale, eine ISBN-Nummer bei einem Buch. Und all diese Eigenschaften, die den Gegenstand ausmachen, die wollen wir zusammenfassen in so einer Sammlung. Und das nennt man in C eine Structure. Ich habe es vor ein paar Wochen noch einen Record genannt. Und in anderen Programmiersprachen heißt es auch Record. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wir wollen das Begriff. In C heißt es jetzt nur mal Structure. Und uns wird ein bisschen später, in ein paar Wochen, auch nochmal so etwas Ähnliches begegnen, wenn wir über Objekte sprechen. Über Objekte und hier das Programmieren. Also, wir definieren mit diesem Schlüsselwort struct, das hat der Compiler schon, definieren wir hier zum Beispiel eine Struktur namens Wagenbeschreibung. Mein Beispiel seien jetzt Waggons, Fahrzeuge von der Eisenbahn. Und diese Beschreibung, das sind jetzt vielleicht nicht alle relevanten Objekte, Parameter oder Attribute von so einem Objekt, aber ein paar. Also wir haben am Anfang mal irgend so einen Namen, so was Alphanumerisches, dem Ding geben können. Und ich nehme es jetzt mal 32 Byte lang, also Platz für 31 Buchstaben. Den Vektor, String eben. Und dann Aufzählungstyp. Naja, was könnte es für ein Wagen sein? Ein Schlafwagen, ein Abteilwagen, ein Gepäckwagen, ein Kesselwagen, ein offener Güterwagen, ein Silowagen, was es eben so alles gibt, was da so alles spazieren fährt auf den Schienen. Vielleicht aber auch eine Dampflok oder eine Diesellok. Und das nenne ich jetzt dieses Feld hier, das nenne ich jetzt Wagentyp. Und dann haben wir hier noch das Baujahr, ein Integer. Ja, auch immerhin wichtig. Und ein Verweis auf den nächsten. Naja, was macht man mit solchen Wägen von der Bahn? Zusammenhängen, bis man Zug hat. Und deshalb habe ich hier gleich noch einen Verweis auf den nächsten. Ein Zug besteht also aus einer ersten von diesen Datenstrukturen und dann steht der Zeiger auf den nächsten und noch ein Zeiger, in dem steht ein Zeiger, bis am Ende mal ein Nullzeiger kommt, wenn der Zug zu Ende ist. Beim letzten Wagen steht ein Nullzeiger drin. Das definieren wir mal hier. Wir definieren also eine Struktur, Wagenbeschreibung. Das erste Feld ist der Name, das zweite Feld ist der Typ, das dritte Feld ist das Integer, Baujahr und das vierte, das zeigt wieder auf so eine Struktur Wagenbeschreibung und das ist das Feld, das wir Next nennen. Das ist ein Pointer. Der Stern hier sagt, wir verweisen mit diesem Feld auf wieder so eine Wagenbeschreibung. Und das Feld selber, das nennen wir Next. Und warum die Felder alle Namen haben müssen, das werden wir uns gleich noch angucken. Abgesehen davon, dass es natürlich intuitiv klar ist. Hier muss ich zwischendurch noch so einen kleinen Typ definieren, den Enumeration Type Help Type. Ich nenne das Help, weil ich das so zwischendrin habe. Und das ist dieses Feld Wagentyp. Das wird hier so en passant noch mit definiert. Jetzt haben wir diese Struktur definiert. Und das will ich natürlich Variablen haben. Inkarnationen. Ich will diese Dinge benutzen können in meinem Programm. Und dann schreibe ich hin, ich möchte von den Wagenbeschreibungen 1, 2, 3 Variablen haben. Ein Shell-Wagen, ein BP-Wagen, ein Aral-Wagen. Hoffentlich komme ich jetzt nicht mit meinem Video da mit Markennamen in Bedrängnis und ich muss das eines Tages nochmal umbenennen, aber wird schon nicht sein. Also, das seien dann also Tankwagen, Kesselwagen
und von den dreien da. Mit diesen Zeilen definiere ich die Struktur und mit dieser Zeile hier definiere ich drei Variablen. Und jede Variable ist jetzt also hier 32 Byte plus das hier vielleicht 4 Byte plus nochmal 4 Byte plus nochmal 4 Byte, also sagen wir mal 44 Byte groß. Vielleicht sind das hier auch nur 2 und das hier sind 8 Byte. In einem anderen System, einem 64-Bit-System, aber das ist ja nicht so wichtig. Also wir kriegen jetzt einmal, zweimal, dreimal Speicherplatz für so einen Wagen. Als Variablen. Das können wir, diese Vereinbarung hier, diese Definition von den Variablen, die können wir, Deklaration, die können wir in eine Funktion reinschreiben, ins Main reinschreiben und sonst wo, wo wir es eben brauchen, in den Block. Diese Zeichnung soll symbolisieren, dass in so einer Struktur heterogene Datentypen drinstecken, heterogene Basistypen drinstecken. Bei den Arrays hatten wir immer denselben Basistyp, eine Zusammenfassung von vielen Elementen vom selben Basistyp. Hier haben wir eine Zusammenfassung von vielen Elementen unterschiedlichen Basistyps. Wobei natürlich hier drin auch irgendwelche Arrays vorkommen können und wir könnten auch Arrays von solchen Strukturen machen, wenn wir das möchten. So, die Zuweisung, damit wir was reinkriegen in diese Variablen, müssen wir natürlich die einzelnen Felder von der Struktur auch irgendwie ansprechen können. Zum Beispiel kopiere ich jetzt maximal 31 Zeichen von dieser Zeichenkette, das ist, glaube ich, eine UIC-Nummer. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass die wirklich gültig ist, aber das ist sowas, was eben auf Güterwägen und Kesselwägen und Personenwägen draufsteht, um die international eindeutig zu identifizieren. Wenn so ein Kesselwagen im Zug, der kommt auch schon mal nach Italien oder nach Spanien und irgendwann ein paar Wochen später ist er wieder in Deutschland zurück und dann fährt er vielleicht auch mal nach Norwegen. Na, Spanien ist ein schlechtes Beispiel. Aber Frankreich und Italien. In Spanien gibt es da eine andere Spurweite. Kommt auch nicht so einfach hin. Also gut, wir kopieren das hier, diese lustige UIC-Nummer, in den Namen. Diese Variable in das Feld Name möchte ich bitte das hier reinkopiert haben, maximal 31 Zeichen. Aber das braucht ja dieses String Copy. Das braucht eben die Maximalzahl Zeichen, die da reinkopiert werden dürfen. Also, die Bytes hier rein und wir sprechen dieses Feld in dem Record mit dieser sogenannten Dot Notation an, mit diesem Punkt da drin. Oder Shellwagen.wagentyp ist gleich Kessel. Ich habe ja hier diesen Aufzählungstyp definiert, Schlaf, Abteil, Kessel und so weiter, sind gültige Werte da drin, kann ich also so zuweisen. Und Shellwagen.baujahr ist gleich 1972 und das Next, das setzen wir auf Now. Kein Anhänger, hängt kein weiterer Wagen dran. Oder hier haben wir den, das mache ich so eine Zuweisung in der Gruppe. Da muss ich eigentlich hier drin von links nach rechts die ersten Felder beschreiben, einsetzen. Also haben wir hier für den Aralwagen so eine Nummer und dann Typ Kessel, Baujahr 88 und der nächste ist nah. Also hängt keiner dran. Oder den dritten, meinen BP-Wagen, den weise ich einfach den Shell-Wagen hier oben zu. Das kann ich auch machen. Das ganze Ding am Stück da rein. Das ist ja auch irgendwie intuitiv klar, dass ich das kann. Oder können möchte. Und es geht auch. Was leider nicht geht, was auch irgendwie man sich so vorstellen könnte, intuitiv erwarten würde, ist der Vergleich hier. BP-Wagen ist gleich Shell-Wagen, der klappt nicht. Da kriegen Sie irgendeine Fehlermeldung, Illegal Structure Operation. Also der klappt, da
Das können Sie nicht so einfach machen. Das müssen Sie selber elementweise untersuchen. Was macht man? Eine kleine Funktion schreiben, die das testet. Die muss hierfür einen String Compare anwerfen und hier das, die beiden, die Enumeration Types testen und das Baujahr testen und schauen, ob da was dranhängt oder vielleicht auch nicht was dranhängt. Die Semantik vom Vergleich, die müssen Sie selber zur Verfügung stellen. Wann betrachte ich zwei Wagen als gleich? Also der Vergleich, der klappt nicht als Einheit. Das ist, ja, da braucht man zu viel Domainwissen, zu viel Wissen über die Datenstruktur oder eigentlich über die Objekte, dass das anständig gehen würde. Jetzt haben wir schon die wichtigsten Sachen für so Records Structures diskutiert. Für die wirkliche Verwendung brauchen wir eigentlich noch ein paar weitere Sachen, damit wir es anständig gut verwenden können. Erstens gibt es eine Schreibabkürzung. Ich hatte ja hier unten bei der Variablendeklaration da Struct Wagenbeschreibung wieder so hingeschrieben. Und dann Shellwagen, BP-Wagen, AHA-Wagen. Das geht auch noch ein bisschen kürzer. Wir definieren jetzt mal einen Typ. Der Compiler, der kommt mit ein paar vordefinierten Typen, Integers, Reals, also Floats und Doubles und noch ein paar anderen. Aber man kann auch sich selber Typen definieren. Und hier machen wir mal so einen TypeDef, Structure, Wagenbeschreibung, nennen wir Wagentype. Und in Zukunft können wir dann eine Variable, die so eine Struktur ist, definieren, indem wir den selbst definierten Typ Wagentype hinschreiben und dann S-Wagen. Das gilt übrigens auch für Standardtypen. Wir könnten schreiben TypeDef Double, nennen wir jetzt Gewicht in Zukunft. Und dann vereinbaren wir hier so eine Variable vom Typ Gewicht und der geben wir diesen wundervollen Namen. Das ist mit Vorsicht zu genießen, diese Umdeklaration von Integers und Reals und so weiter, also Floats und Doubles und so weiter. Das sieht zwar irgendwie ganz gut aus, dadurch wird das Programm aber vielleicht schwerer lesbar. Das hier ist gut, das brauchen wir. Also diese Struct-Wagen-Beschreibung, die wollen wir in Zukunft Wagen-Type nennen. Das macht es auch ein bisschen kompakter, auch auf Parameterpositionen und so weiter macht es das kompakter, wenn wir eine Funktion deklarieren. Und ein Typecast geht dann auch gut und so weiter. Also das ist vielleicht schon sinnvoll, dass wir das hier können. Hier, da weiß ich nicht so genau, ob ich das toll finde. Möchte oder nicht. Ich habe jetzt dann, ich glaube, hier unten die Unterlagen, die Sie haben, da steht das hier nicht drin und das hier auch nicht, das ist so eine Versionsgeschichte. Da habe ich mal was geändert und dann wieder zurückgeändert und wieder hingeändert und dabei ist irgendwas verloren gegangen. Das muss ich um Entschuldigung bitten. Ja, die Initialisierung, wenn wir gerade mal so einen gemacht haben, und hier sollte natürlich Wagen-Type stehen und hier auch, das muss ich auch noch verbessern. So wie hier muss das natürlich auch da stehen. Also hier setzen Sie bitte noch Wagen-Type hin, statt dem Bishro, das ist noch ein Fehler. Initialisieren also, indem ich in den geschweiften Klammern den Namen hinschreibe, den Typ, das Baujahr und zum Beispiel einen Null-Pointer. Da könnte ich aber auch einen Pointer auf einen anderen Wagen reinschreiben, wenn ich wirklich will. Wenn ich den ganzen Zug initialisiere sozusagen. Oder Wagentype Personenwagen. Nehmen wir als Typ hier Personen, als Baujahr nehmen wir 1979. Der Compiler sorgt dann dafür, dass der Rest mit 0 vorbesetzt wird. Also, dass der Rest der Datenstruktur mit Nulls besetzt wird. Also zum Beispiel auch der Pointer hier hinten und vorne hier der String. Das wäre dann auch ein leerer String.
Hier verwenden wir wieder diese Dot-Notation, um zu sagen, wir möchten von diesem Record das Feld Wagentyp hiermit besetzen und das Feld Baujahr hiermit besetzen. Ich definiere hier nochmal, um Ihnen noch einen weiteren Sachverhalt zu erklären, etwas kompakter eine Struktur, eine Type, ein Typ X. Ja? Also ich schreibe hin, TypeDef, Structure und ja, der Name soll X sein und die Felder da drin, Name, String of Characters und hier eine Zahl, Integer Number. Also hier ist natürlich ein Pointer zu so einem String, deshalb muss ich da auch nicht die Länge angeben, weil es eben ein Pointer ist. Und jetzt habe ich hier eine Funktion, Funktion 1, und da kommt ein Zeiger auf so einen Typ X, eine Datenstruktur hinein, den Zeiger nenne ich X, das wird dann hier hinten dann irgendwie benutzt, verarbeitet und so weiter. Jetzt brauche ich natürlich einen Aufruf. Nehmen wir mal an, ich habe hier so eine Variable vom Typ groß X, von so einer Struktur, die ich jetzt mal X nenne. Und dann kann ich hier, weil ja hier ein Pointer gefragt ist, einen Pointer darauf übergeben. Oder ich kann hier an dieser Stelle so einen Typ, ja, mit den geschweiften Klammern, eigentlich die Initialisierung von so einem Typ hinschreiben, zum Beispiel in das Feld Name das Name reingeben und hier bei der Zahl 42. Und dann mache ich aus diesem Ding hier eine Datenstruktur vom Typ X und deren Adresse stecke ich da rein. Dieses Konzept nennt man eine anonyme Variable. Oder so ähnlich, ich sage dot Name, kommt dieser String rein, dot number 42 rein und dann caste ich das auf ein X mit diesem Datentyp hier oben und stecke es als Parameter rein. Oder hier, ich muss nicht mal hier eine Zahl hinschreiben, ich kann hier auch einen Funktionsaufruf wieder hinschreiben, das random besorgt mir irgendeine zufällige Zahl, rundet die noch und dann kommt hier die Zahl rein. Oder sowas hier, da machen wir eine anonyme Konstante aus dem Ding hier und übergeben die Adresse davon in diese Funktion. Also diese geschweiften Klammern, die können sogar auf Parameterposition für eine Funktion auftauchen, das Erzeugen von so einer Variablen bzw. Konstanten. Und mit dem Typecast kriegen wir das dann mit diesem Klammer auf, X Klammer zu, machen wir dann den richtigen Typ draus. Dieser Typecast, der wird uns immer mal wieder begegnen, den wird man häufiger nochmal brauchen. Den kann man natürlich nur verwenden, wenn man sich sicher ist, als Programmierer, dass man da das Richtige macht. In diesem Fall können wir uns sicher sein. Und hier auch. Weil wir darüber nachgedacht haben. Richtig lustig und interessant werden diese Strukturen, wenn man mit Zeigern auf den Strukturen arbeitet. Und das möchte ich Ihnen auf dieser Seite erklären. Und das ist jetzt hier was ganz Wichtiges. Da möchte ich Sie bitten, gut zuzuhören. Und wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, dann auch nicht zögern, einzuschreiten, hier auf die Stopptaste zu hauen oder sonst was. Warum sehe ich jetzt hier nichts? Na gut. Also, hier vereinbare ich einen Zeiger, Wagenpointer, auf so eine Struktur. Man beachte, ich habe jetzt
nur Speicherplatz für einen Zeiger gekriegt. Ich habe keinen Speicherplatz für die Struktur. Ich habe keine 44 Byte gekriegt. Ich habe nur Platz für einen Zeiger bekommen. 4-8 Byte. Mehr ist es nicht. Und der ist auch noch leer. Jetzt kommt was Gültiges rein. Ich nehme die Adresse von dem Esso-Wagen, die bilde ich hier, ne? Ich habe die Variable Esso-Wagen, die hat man ja ein paar Folien weiter vorne vereinbart. Und hier besorge ich mir die Adresse davon und das schreibe ich ins Wagenpointer hinein. Jetzt steht also im Wagenpointer ein Zeiger auf diesen Esso-Wagen. Und jetzt verwenden wir das Ding mal, den Wagenpointer. Der zeigt also auf den Esso-Wagen. Wir dereferenzieren hier Wagenpointer, kriegen also einen Zeiger auf die Variable, kriegen den Esso-Wagen hier und stecken das, was im BP-Wagen drinsteckt, da hinein. Also jetzt, nachdem ich das gemacht habe, das, was ich hier gemacht habe, entspricht dem Esso-Wagen ist gleich BP-Wagen. Und das kann man gut gebrauchen. Man benutzt dann in Programmen, gerade wenn man irgendwelche Listen verarbeitet oder Baumverarbeitung macht, benutzt man gerade solche Zeiger und kann solche Zuweisungen gut machen. Wenn man auf einzelne Felder von so einem Racker zugreifen will mit einem Pointer, dann kann man leider nicht so schreiben. Wagenpointer. Name, Stern, Wagenpointer, Punkt, Name geht leider nicht. Der Punkt bindet stärker als das Sternchen. Dann würde er versuchen, das Feld Name hier drin zu finden in der Pointer-Variablen. Das klappt natürlich nicht. Wir müssen erst die Pointer-Variable dereferenzieren und dann haben wir so einen Wagen, die Datenstruktur, eine Variable, in der diese Datenstruktur drinsteckt, dann können wir das Name machen. Was wir also schreiben müssten, ist das hier. Sternwagenpointer, also den Pointer entlang hüpfen und das müssen wir in Klammern schreiben, damit das erst gemacht wird und dann können wir hier zum Beispiel ins Feld Baujahr 1990 reinschreiben. Weil das hier ein bisschen ungeschickt aussieht und nicht so begeistert, weil wir besser klar machen wollen, was da steht, obwohl das funktionieren würde, wird ein neuer Operator eingeführt, dieser Pfeil hier. Den gibt es übrigens auch so ähnlich in anderen Programmiersprachen. Wagenpointer, jetzt wird diesem Zeiger hiervon gefolgt und dann möchten wir das Feld Baujahr haben und das können wir mit 1990 dann hier beschreiben oder wir können den String Wagenpointer Pfeilname ausdrucken. Ich finde jetzt, wenn man so einen Pointer hat, wenn ich jetzt an ein Feld in der Wagenbeschreibung ran will, dann finde ich das irgendwie durchaus elegant, wenn man das so schreiben kann. Und dieser Pfeil hier, der setzt sich zusammen aus einem Minuszeichen und einem Größerzeichen. Da muss man auf der Tastatur zweimal drücken, aber so ist es eben. Schaue ich mal herum. Mal hier hin, der meint immer noch, wäre gerade nicht. Schade auch. Wenn Sie es nicht verstanden haben, dann wehren Sie sich jetzt. Ich habe Pointer auf solche Records eingeführt. Danach haben wir dann auch den Zugriff gemacht mit so einem Pointer. Tatsächlich ist diese Art, mit einem Pointer auf solche Datenstrukturen zuzugreifen, fast die Regel. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch noch klar machen. Ich habe hier eine Funktion hingeschrieben, die legt, wenn Sie sie aufrufen, irgendwo im Speicher, im Heap, zu Deutsch Halde. So Platz für so einen Wagen an, für so einen
Wagentyp. Und ich fürchte hier das T, das müssten wir auch groß schreiben, wenn Sie das bitte merken, verbessern. Ich werde auch nachher nochmal über die Vorlesung drüber gehen oder morgen, um das zu verbessern. Also, ich habe eine Funktion, die liefert einen Zeiger auf so einen Wagentyp zurück. Ich gebe einen Wagen mit. Dieser Wagen soll kopiert werden in den neuen Speicherbereich. Ich will also zur Laufzeit dynamisch Platz anlegen. Wo kann man sowas brauchen? Wie es geht, besprechen wir gleich. Wo kann man sowas brauchen? Ja, Sie haben eine Datenbank. Sie wissen gar nicht, wie viele, wenn Sie das Programm schreiben, das aus der Datenbank solche Züge zusammenstellt, wissen Sie nicht, wie lang die Züge werden sollen. Und Sie wissen nicht, wie viele Wägen in der Datenbank drinstecken. Es kann sein, dass die 1000 hat oder 10.000. Genauso, wenn Sie Software für eine Universität schreiben, die die Studentendaten verwaltet. Da gibt es Unis, die haben 5.000 Studenten, da gibt es Unis, die haben 50.000 Studenten. Wollen wir jetzt in unser Programm einprogrammieren, dass jede Uni maximal 10.000 Studenten hat? Eher nicht. Dann wäre es für die mit 5.000 Studenten zu viel Speicherplatz reserviert und für die mit mehr Studenten wird es überhaupt nicht gehen. Also möchten wir es eigentlich dynamisch gerade immer richtig machen. Wenn wir jetzt alle Studenten aus der Datenbank einlesen müssten in unserem Programm, würden wir also nicht ein Programm schreiben, wo wir sagen, so, ich will jetzt vorne dran einen Array von 100.000 Studentenrecords haben. Das wäre dann vielleicht schon ein bisschen viel Platz. Sondern ich will mir das dynamisch besorgen. Und mit solchen Zeigern aneinander hängen. Zum Beispiel eine Liste oder einen Baum oder sowas. Über Listen und Bäume müssen wir auch noch sprechen in der Vorlesung. Das machen wir auch noch. Diese Funktion hier, die liest also, nein, die liest nicht ein, die besorgt nur Platz. New Copy. Ich gebe irgendeinen vorgefertigten Wagen hier rein. Da ist eine Initialisierung drin. Und das legt einen neuen an. Als erstes machen wir mal einen Hilfszeiger. Wir produzieren einen Zeiger auf dem Wagentyp und den nennen wir Help. Und dem Help, dem weise ich jetzt zu, einen Pointer auf Speicher und den Speicher besorge ich mir. Das Malloc ist eine fertige Funktion, das besorgt dem Hauptspeicher von Ihrem Programm genug Platz, damit so ein Wagen da reinpasst, size of Wagentyp. Die Funktion size of, das ist keine richtige Funktion, das ist nur sowas, was der Compiler hat, so eine Pseudofunktion. Der guckt diese Definition hier an und entscheidet sich, das sind 44 Byte. Und wir machen hier also einen Memory Allocate von 44 Byte. Und das Malloc gibt uns einen Zeiger auf diesen Speicher zurück. Das mal liefert es 7.851.200 und dann liefert es 7.258.500 und so weiter. Jedes Mal, wenn Sie es aufrufen, besorgt es Ihnen 44 frische Bytes, die noch nicht belegt sind. Wie sowas funktionieren kann, da wollen wir auch noch mal drüber reden. In einem späteren Kapitel der Vorlesung. Also, das Malloc, das stoßen wir mal an, mit 44 bestellen Speicher, kriegen einen Zeiger auf diesen Speicher zurück. Der kommt hier rein. Das Malloc kann scheitern. Wann scheitert es? Na, wenn der Speicher alle ist. Wenn unser Programm ganz, ganz häufig solche Wagen angelegt hat, dann ist halt vielleicht irgendwann mal Speicher alle. Leider ein Fehler, der uns häufiger passiert beim Programmieren. Die genaueren Umstände, naja, die lassen wir jetzt mal. Also es passiert schon manchmal und dann drucken wir hier aus out of memory. Andernfalls weisen wir das, was bei der Wagen, den wir hier mitbekommen haben, was da drin steht, wenn wir den Pointer verfolgen,
in den Speicher, den uns der Malloc besorgt hat. Das Help zeigt er da drauf. Und dann geben wir das Help zurück hier unten. Unsere Funktion hier, die New Copy, die liefert also entweder einen Null Pointer zurück, hat leider nicht geklappt, oder sie liefert uns 44 Byte aus dem Speicher zurück, hier in diesem Beispiel 44 Byte aus dem Speicher zurück, und da steht das drin, was wir hier als Initialisierung schon mal mitgegeben haben. Also wir machen hier dynamisch, besorgen wir uns Speicherplatz mit diesem Malloc. Es gibt auch eine Funktion, die solchen Speicherplatz wieder wegschafft, wieder entsorgt, freigibt, nachdem wir ihn benutzt haben, aber das wollen wir hier nicht weiter diskutieren. Als erstes Mal, wir legen hier an mit Malloc. Überprüfen, ob es geklappt hat, und wenn ja, dann schreiben wir noch die Initialisierung da rein. Jetzt haben wir das aus dem Speicher bekommen. Dieses New Copy hat uns einen neuen gemacht. Und das New Copy, das können wir jetzt öfter aufrufen. Wir fragen die Datenbank, hast du noch einen? Der sagt, ja, hier ist er. Dann mache ich New Copy und schreibe das, was ich bekommen habe, da rein. Und hebe mir den Pointer darauf irgendwo auf. Und dann frage ich die Datenbank wieder, hast du noch was? Und dann sagt die, ja. Und dann mache ich New Copy und sage zur Datenbank, gib her. Und das, was die da hat, das kommt dann da rein. Und so wird iterativ so lange so ein Wagentype angelegt, bis die Datenbank nichts mehr hat. Oder sonst, wer nichts mehr hat, ich meine, es kann ja auch was sein, was übers Internet kommt oder was der Benutzer eintippt. Informationen. Wir benutzen so einen dynamischen Mechanismus mit dem Malloc innen drin. Immer dann, wenn wir nicht genau wissen, wie viele Records wir brauchen. Ob wir 10 brauchen oder 100 oder 100.000. Wir können es hier dynamisch anlegen, solange wir noch Speicher haben. Wenn Speicher aus ist, dann geben wir halt diese Fehlermeldung auch aus. Und liefern hier, so ist es programmiert, den Null Pointer zurück. Und der das New Copy aufgerufen hat, der muss dann sich entsprechend verhalten. Fragen hierzu? Also, Strukturen können auch Zeiger auf Strukturen auf Parameterpositionen stehen und als Funktionsresultat zurückgeliefert werden. Und das wird sogar häufig passieren. Häufig im Sinne von meistens. Ich möchte jetzt, nachdem ich hier über Records gesprochen habe, die wichtigsten Grundbegriffe vom C gesprochen habe, möchte ich ein bisschen was über Fehlersuche erzählen, über systematische Fehlersuche. Jetzt stelle ich gerade fest, dass ich eigentlich meinen Laptop hätte mitbringen wollen für diesen Teil, aber das haben wir jetzt im Büro vergessen. Vielleicht mache ich nächstes Mal noch kurz was. In den Übungen gibt es aber auch noch eine entsprechende Übungen dazu. Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Brian Kernahan. Das ist der, der das erste Buch über das C geschrieben hat, zusammen mit dem Dennis Ritchie. Dennis Ritchie und Brian Kernahan, C heißt das Buch. Und oft wird auch das Original C als KR, Kernahan Ritchie C, bezeichnet. Und der Brian Kernahan, der hat mal gesagt, Debuggen ist doppelt so schwer wie Programmieren. Lassen Sie jetzt nicht abschrecken. Programmieren ist nicht so schwer, finde ich. Und Debuggen ist fun. Jedenfalls hat er gesagt, Debuggen ist, wie eigentlich alle wissen, doppelt so schwer wie das Programmieren. Deshalb, wenn man sein Programm so raffiniert schreibt, wie man nur kann, dann kann man es natürlich nicht mehr debuggen, ne? Weil es ist ja doppelt so schwer. Und wenn man es so raffiniert schreibt, wie man gerade nur kann, dann ist man natürlich zu dämlich, sein eigenes Programm
noch zu debuggen. Da ist was dran. So ein Programm sollte man solide schreiben, ordentlich und nicht gerade so, dass man es noch selber versteht. Halbwegs versteht. Zum Thema Fehlersuche habe ich noch einen zweiten Spruch. Habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Das hat mir ein Bekannter erzählt, der war mal in so einem amerikanischen Forschungslabor von Xerox. Und das ist Xerox Park, Palo Alto Research Center. Das ist das, wo die Leute, die dieses fensterbasierte Konzept der Interaktion gefunden haben, wo der Vorläufer von PostScript erfunden worden ist, wo das Ethernet erfunden worden ist und noch viele andere schöne Sachen, zum Beispiel auch sternbasierte Netzwerke und so weiter. Und da war mal eine Veranstaltung und ein ganz berühmter Informatiker, der Tony Hoare, war da eingeladen und hat denen einen Vortrag gehalten über eine neue Programmiersprache, die er entwickelt hat. Und dann hat er das so erklärt und denen nahegebracht, dass wenn man das so programmiert, dann macht man gar keine Fehler beim Programmieren. Und dann hat einer von diesen älteren Forschern da, die schon viel gesehen hatten und auch tolle Sachen gemacht hatten, hat dann so nachher gefragt, also wenn ich das richtig verstehe, dann braucht man ja da, macht man keine Fehler mehr, braucht man ja gar nicht mehr zu debuggen, das Programm. Und dann sagte der Tony, oh ja, ist doch toll, oder? Dann sagte der andere da im Hintergrund, ich finde das gar nicht toll, debugging is great fun. Tatsächlich, also ich bin so einer, dem macht das Programm, das Debuggen beim Programmieren gerade Spaß. Das Fehlersuchen, die Sherlock-Holmes-Geschichte. Ja, dieses kriminalistische Aufspüren von Fehlern. Also, manche Leute ärgern sich, wenn ihr Programm abstürzt. Für mich geht dann der Spaß erst los. Erstens, Software hat Fehler. Jedes hinreichend komplexe Programm, da gibt es irgendwo Fehler drin. Und mit dem Debugging, mit der Fehlersuche, können wir die Anzahl der Fehler reduzieren. Ja, ein 10-Zeilen-Programm, ein 100-Zeilen-Programm kriegt man wahrscheinlich auch fehlerfrei. Die meisten jedenfalls. Aber ein Programm, das 1 Million Zeilen oder mehr hat, da gibt es wahrscheinlich irgendwo was Falsches, einen Fehler drin. Das ist genauso wie, wenn Sie ein neues Auto kaufen, das besteht aus so und so vielen Teilen, unten auch Software obendrein, aus tausenden von Teilen. Da kann schon mal sein, dass was kaputt ist. Das stört vielleicht nicht, das merkt man vielleicht auch erst nach 50.000 Kilometern, aber dann passiert es eben doch. Dann muss man zur Werkstatt und reparieren lassen. Und genauso ist das bei Software, da hat es Fehler und irgendwann merkt man so einen Fehler, entweder noch der Programmierer beim Entwickeln oder vielleicht hinterher ein Kunde und dann muss der eben repariert werden. Also, Programme sind groß und Programme interagieren mit anderen Programmen. In Ihrem Computer läuft zu jedem Zeitpunkt, an dem Sie den benutzen, viele, viele Programme gleichzeitig. Wir schauen uns vielleicht das PDF hier an. Im Hintergrund läuft noch ein Webbrowser. Und wir dürfen natürlich auch nicht irgendein Chatprogramm vergessen, mit dem wir mal mit jemand anders da nebenher reden oder vielleicht noch irgendein kleines Spielchen, was im Hintergrund läuft, wenn der da vorne mal wieder seine Geschichtchen erzählt über Debugging is great fun und sowas hier, kann man ja gerade noch ein Tetris oder sowas spielen. Also es verlaufen viele Prozesse gleichzeitig da und der Programmierer, die Programmierer, die Software mal geschrieben haben, den Webbrowser oder die Textverarbeitung, die können natürlich gar nicht wissen, welche anderen Programme gleichzeitig laufen und vielleicht gibt es eben doch eine Interaktion zwischen den Programmen. Vielleicht, gerade wenn die zwei aufeinandertreffen, passiert eben doch vielleicht was Schlechtes. Oder wenn sie Speicherplatz bekommen, den vorher jemand anders benutzt hat. Da steht ja auch was drin und das kann dann vielleicht einen Fehler offenlegen, der selbst bei monatelangen Testen nicht aufgefallen ist. Und der vierte Punkt ist auch noch wichtig. Wenn ich ein Programm teste
und da werde ich irgendwie nach einem Eingabewert gefragt, dann gebe ich intuitiv einen vernünftigen Wert ein, weil ich ja weiß, wie die Semantik ist. Aber wenn irgendein Benutzer kommt, der von nichts eine Ahnung hat, der gibt auch mal beim Geburtsjahr minus 27 ein. Und vielleicht stürzt mein Programm dann ab. Weil ich beim Testen natürlich immer 1982 oder sowas eingegeben habe. Oder 2001 eingegeben habe. Was ich vernünftig fand. Und nicht minus 27. Aber es findet sich immer irgendwann jemand, der was völlig Komisches in so ein Feld eingibt und dann stürzt das Ganze ab und dann war es der Programmierer. Natürlich. Wegen all diesen Dingen hier, weil es eben komplex ist, weil die Programme groß werden heutzutage, weil sie mit anderen Programmen interagieren, weil sie was vom Betriebssystem brauchen und so weiter. Und weil die Benutzer die lustigsten Sachen eingeben, werden schon mal Fehler passieren. Die Verifikation ist schwer und eventuell sogar unmöglich, im Sinne von, man kann zeigen, dass es unmöglich sein kann. Man kann beweisen, dass es unmöglich sein kann. Erst unmöglich. Es gibt unentscheidbare Probleme. Das hat ein deutscher Mathematiker namens Gödel mal nachgewiesen vor knapp 100 Jahren. Und das gilt auch hier fürs Programmieren natürlich. Der Satz ist ein bisschen komplizierter, wir werden irgendwann dran vorbeikommen, am Ende der Vorlesung, also am Ende des Semesters. Und dann weise ich Sie nochmal darauf hin, aber Sie merken sich schon mal diesen Namen da, der steht dann auch bei dem Satz dabei. Und das zweite Problem ist, weshalb es schwer ist, es gibt natürlich Milliarden von Eingabekombinationen. Unterschiedliche Strings, wenn Sie 20 Eingaben haben für das Programm, bis es irgendwas macht, so eine Float-Zahl kann eben 2 hoch 64 unterschiedliche Werte haben, so ungefähr. Und ein Integer kann zwar auch 32 unterschiedliche Werte haben. Und wenn Sie jetzt noch davon alle Kombinationen durchprobieren, das wird wohl nichts in endlicher Zeit. Sie müssen das Programm ja auch irgendwann nochmal auf den Markt bringen. Also die vollständige Aufzählung aller Randbedingungen, der Eingaben, die der Benutzer machen kann, Umgebung, in der das läuft, welche Grafikkarte in Ihrem Computer drin steckt oder welche Maus da angesteckt ist und so weiter, das ist eigentlich vollständig nicht möglich. Was man also machen kann, ist vernünftig programmieren, sicher programmieren, lange nach Fehlern suchen, auch mal ulkige Eingaben machen und damit die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers reduzieren. Ganz wegkriegen ist schwer. Schwer bis unmöglich. Also das fängt damit an, Fehlersuche fängt damit an, dass wir unser Programm ordentlich hinschreiben. Ordentlich hinschreiben heißt systematisch einrücken, zum Beispiel. Also, wenn wir hier in der Weilschleife was machen, dann sollten wir das, was wir in der Weilschleife machen, so ein bisschen einrücken nach rechts, damit man gleich, wenn man es ansieht, das Programm optisch, grafisch, da Gestalt erkennt, sieht, dass das Something und das Something Else, dass das nur in der While-Schleife gemacht wird und dass das Final Thing außerhalb der Schleife gemacht wird. Systematisches Einrücken, aussagekräftige Namen und hier keine super schlauen Sachen machen und nicht versuchen, irgendwelche Sachverhalte oder Abfragen oder sowas irgendwie ganz besonders raffiniert, elegant hinzuschreiben. Ein paar Wochen später wissen Sie vielleicht selber nicht mehr, was Sie da gemacht haben. Also Programm ordentlich aufschreiben ist ziemlich wichtig und es gibt auch in Entwicklungsumgebung eine ganze Menge Hilfsfunktionen, die für Sie schon einrücken, vernünftig, halbwegs vernünftig. Es wird Ihnen vielleicht nicht immer gefallen.
Ich habe da auch meinen eigenen Stil zum Beispiel. Sie sehen das hier auf meinen Folien auch teilweise. Ich würde zum Beispiel diese geschweifte Klammer wahrscheinlich noch hier hinten dran dekorieren, weil mich diese Leerzeile vielleicht nervt. Oder fast leere Zeile vielleicht nervt. Aber das sind dann Sachen des persönlichen Stils. Aber das Einrücken mache ich natürlich auch. Vielleicht nicht so weit, aber ich mache es auch. Da muss jeder seinen persönlichen Stil entwickeln, aber es ist wichtig, dass man sich daran hält und sauber die Programme formatiert, damit man gleich, wenn man sie auf dem Bildschirm sieht, die Struktur erkennen kann. Struktur erkennen ist ganz wichtig fürs Fehlersuchen. Denn wenn wir erstmal 10.000 Zeilen geschrieben haben oder 20.000, dann können wir uns nicht mehr so genau erinnern, was wir denn da vor ein paar Wochen geschrieben haben und wie das gemeint war. Da müssen wir schon irgendwie hinschreiben. Genauso sollte man, wenn es geht, auch noch so ein Programm kommentieren. Ich habe schon immer mal ein paar Kommentarzeilen in meinem Programm drin gehabt. Hier zum Beispiel, das ist eine Kommentarzeile, Schrägstrich, Stern, dann irgendwas, was mir so einfällt und dann Stern, Schrägstrich. Habe ich noch einen Kommentar? Hier, benannte Variable, anonyme Variable. Oder hier, Rest 0, das ist auch ein Kommentar. Also, jedes Mal, wenn Sie was machen, was vielleicht noch irgendwelche Zusatzinformationen braucht, damit man es verstehen kann, in einem Kommentar dran schreiben ist wichtig. Wenn man jetzt also sein Programm ordentlich aufgeschrieben hat, der Compiler es übersetzt hat, man es zum ersten Mal anstartet und kein Fehler passiert, wundert man sich. Meistens wird beim ersten Mal anstarten gleich ein schöner Fehler kommen. Wenn kein Fehler kommt, nochmal ausprobieren und nochmal ausprobieren und nochmal ausprobieren, solange bis einer kommt, das ist ganz unwahrscheinlich, dass das Programm überhaupt keinen Fehler hat. Also lieber ein bisschen testen. Naja, irgendein Zweizeiler hat vielleicht wirklich keinen Fehler. Aber alles, was es wert ist, geschrieben zu werden, ist länger und hat Fehler. Deshalb oft ausführen, häufig ausführen, mit verschiedenen Parametern, auch mal minus 20 beim Geburtsdatum eingeben. Könnte ja sein, dass ein Fehler passiert. Mal ganz andere Zahlen eingeben, auf verschiedenen Rechnern ausführen lassen. Das ist ein Klassiker. Ne? Sie programmieren auf einer Maschine, läuft super, nachdem Sie einen Haufen Fehler rausgezogen haben. Sie lehnen sich glücklich zurück, packen es auf Ihren Webserver, jemand anders lädt es und es läuft nicht. Naja, Sie hätten es vielleicht auch mal auf einem anderen Computer ausprobieren müssen. Also bei uns in den Pool gehen und auf einem anderen Rechner ausführen lassen. Vielleicht mal nicht auf dem Laptop, sondern auf einem Desktop-Rechner ausführen lassen. Unterschiedliche Bildschirmauflösungen und schon passiert vielleicht was Komisches. Oder eine andere Maus oder eine andere Tastatur oder irgendwas. Und schon ist es komisch. Also auf verschiedenen Rechnern und dann auch mal andere Personen hinlassen und ausprobieren lassen. Die geben dann endgültig beim Geburtsdatum minus 27 ein. Wenn wir also so einen Fehler haben, dann sitzen wir erstmal da und wundern uns, Ding stürzt ab und wir wissen nicht, warum. Stürzt ab oder hört einfach auf oder produziert vielleicht einfach nur die falschen Ergebnisse. Wir rechnen 27 mal 3 und es kommt 1500 raus. Typische Probleme, warum sowas passieren kann, habe ich hier auch mal aufgelistet. Ein typisches Problem ist in manchen Fällen dieser Test auf Gleichheit. Wenn wir nachschauen, ob das A gleich 0 ist, bei einer Schleife oder sowas. Vielleicht ist es schlauer zu testen, ob A kleiner als kleiner gleich 0 ist. Sagen wir mal, ich fange eine Schleife an mit einem großen Wert von A, 100 oder 200. Und zähl's. Ich glaube, dass ich es in jedem Schleifendurchlauf um 1 runterzähle. Und die Schleife soll aufhören, wenn das A gleich 0 ist. Hört sich irgendwie ganz gut an, aber wird schon klappen. Gell? Wenn aber irgendwo in der Schleife
es passieren kann, dass das A nicht einmal runtergezählt wird, sondern zweimal runtergezählt wird. Da stehen 30 Zeilen Code in der Schleife drin. Wenn es also irgendeine Kombination da durchgibt, die manchmal passiert, selten passiert, bei der das A um 2 runtergezählt wird und das genau dann passiert, wenn es A 1 war und dann wird es in einem Schleifendurchlauf auf 0 und auf minus 1 gezählt, dann hört die Schleife nie auf, weil sie ja auf ist gleich 0 testen. Besser ist es, auf kleiner gleich 0 zu testen und dann aufhören. Dann erwischen sie nämlich auch den Fall, dass es einmal zu viel runterzählen. Ein weiteres Problem bei solchen Vergleichen ist, stimmt es am Anfang und stimmt es am Ende, so an den Ecken des Bereiches. Muss man größer, echt größer oder muss man größer gleich schreiben? Und naja, Sie werden schauen, beobachten sich mal, wenn beim Programmieren, da denkt man schon manchmal nach, sollte ich jetzt hier auf ist größer n oder größer gleich n testen? Naja, ein Beispiel, was ja nur nicht ganz perfekt passt, aber das ist das mit dem Zaun. Ein Zaun ist 10 Meter lang und jeder Abschnitt von dem Zaun ist 1 Meter breit. Wie viele Pfosten hat der Zaun? Braucht 11 Pfosten und nicht 10, gell? Ja, 10 Felder und wir brauchen am Anfang einen, am Ende einen. Und das ist so ein Problem, wo eben die Frage ist, in einem Programm drin, in der Schleife, wie oft wird es wirklich ausgeführt? Wenn ich den 0. Pfosten zähle und den 1., den 2. und den 3. und den 10. gezählt habe, wie oft habe ich dann die Schleife ausgeführt? Oder muss ich vielleicht schon eins vorher aufhören? Schon nach dem vorletzten Pfosten aufhören? Bei Schleifen, zum Beispiel bei Wildschleifen, vielleicht ist die Endebedingung nicht richtig. Das ist genau wieder sowas hier, größer, größer, gleich. Oder gibt es irgendwo in dem Schleifenrumpf, innen drin in der Schleife, also das, was ausgeführt wird in der Schleife, gibt es da was, was die Schleifenbedingung verändert? In manchen Fällen. Also gerade wenn ein Programm, wenn eine Schleife überhaupt nicht läuft oder wenn sie permanent läuft, man das Programm abbrechen muss oder nicht häufig genug läuft, die Endbedingungen testen und schauen, ob man nicht zwischendrin die Schleifenvariable zu häufig oder in der falschen Richtung ändert. Dass irgendeiner die Schleifenvariable aus Versehen wieder raufzählt, obwohl sie doch runtergezählt werden muss. Irgendeine Zeile. Also es ist auch so ein eigentlich typisches Problem, was man eben so nebenher mal da reinprogrammiert. Was einem mal passiert. Und was auch den Besten passiert. Da schreibt man was und dann schreibt man was und dann testet man. Und dann funktioniert es auch irgendwie und ein paar Tage später fällt einem ein, da muss ich noch das und das einbauen. Dann schreibt man noch 2 weitere Zeilen rein in die Schleife und dann geht es plötzlich nicht mehr. Und das ist eine gefährliche Falle ist, wenn man ein Stück Code schreibt und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später nochmal kommt und da schnell was ändert. Das ist genauso, wie wenn man in der Arbeit einen Absatz schreibt, in den einzelnen Sätzen da drin, wenn wir dann noch ein bisschen umkonstruieren in so einem Satz, passiert mir ständig in E-Mails und dann baue ich da um, Relativsatz rein oder Relativsatz raus und am Ende steht irgendein Pronomen zu viel drin oder ein Hilfswort zu viel drin oder sowas, ein Hilfsverbum oder sowas. Und das kann auch passieren in irgendwelchen Schleifen, dass ich eben einen Seiteneffekt auf diese Abbruchsbedingungen aus Versehen da einfüge, ein bisschen später. Der nächste typische Fehler ist, Variablen nicht anständig vorbesetzt. Und das ist was ganz viel passiert. Sie schreiben Integer-Resultat hin, Strichpunkt, und dann geht es weiter in Ihrem Programm. Noch ein paar Variablen vereinbaren und dann rechnen. Und wenn jetzt das
diese nicht initialisierte Variable, wenn man die testet, in einem Vergleich benutzt, bevor man was reinschreibt, dann klappt es manchmal und es klappt manchmal nicht. Diese nicht initialisierte Variable, die kriegt ja irgendein Speicher. Und je nachdem, wo sie landen im Speicher, stand da vorher von dem Vorgängerprogramm, was da gelaufen ist, was sie aber schon beendet haben, jetzt haben sie ein neues Programm angestartet, stand da mal eine Null drin oder mal nicht. Wenn eine Null drin steht und sie benutzen diese nicht initialisierte Variable, um dadurch zu dividieren, kracht's. Wenn aber was anderes schon mal drin steht, dann merken sie den Fehler nicht. Oder bei einem Pointer. Wenn sie einen Pointer allozieren, nicht initialisieren, sondern irgendwo verwenden, dann merken sie, ja, es ist ein Null-Pointer, na gut, müssen wir was reintun. Beim nächsten Mal werden sie wieder irgendwo in den Speicher gelegt, da stand, was steht dann, was das ungleich Null ist. Sie merken nicht, dass der Pointer nicht initialisiert war und es passiert irgendwas Schreckliches. Sie überschreiben irgendwelche anderen Daten oder sonst was. Also nicht vorbesetzte Variable führen zu solchen sporadischen Fehlern. Mal passiert es und manchmal nicht. Und man kann sich es gar nicht erklären. Sie starten das Programm an, funktioniert nicht. Hier zum Beispiel, ich vereinbare einen Teiler, hier Integer Teiler, scanf, lese das B ein hier. Ja, hier hätte man vielleicht auch noch das Ampersand davor haben können. Auch wieder so ein Fehler, den ich korrigieren muss. Und jetzt A ergibt sich zu B durch Teiler. Was steht denn jetzt in dieser Variablen drin? Kommt drauf an. Ne? Also, wir schmeißen das Programm zum allerersten Mal an. Es kracht Division durch Null. Wir schmeißen es nochmal an und es läuft plötzlich. Weil nämlich das, was wir übrig gelassen haben, da wo wir jetzt hingeladen werden, vorher, da steht jetzt vielleicht nichts mehr, was Null ist, sondern da steht irgendwas anderes. Unser Programm kommt ja irgendwo in dem Speicher und da kann irgendwas stehen. So wie mein Kommilitone Fritz damals sich ganz viel Speicher gegriffen hat und nach Passworten gesucht hat. Da lag eben Zeug rum. Und da waren noch Passwörter dabei. So kann es passieren, dass hier mal 1 drin steht oder mal 0. Manchmal kracht es, manchmal nicht. Typische Symptome von sowas, Programm läuft einmal und dann beim zweiten Mal anstarten läuft es nicht mehr. Wenn Sie den Computer frisch hochfahren, läuft es plötzlich wieder, genau einmal. Und dann in Zukunft nicht mehr, bis Sie wieder hochfahren. Das ist ein Symptom, dass eine Variable nicht vorbesetzt ist. Dann kann man mal reingucken und schauen, ob die vorbesetzt sind. Oder das Programm läuft nur, nachdem Sie vorher den Firefox haben laufen lassen. Aber nicht, wenn vorher der Internet Explorer lief. Irgend sowas, ja? Dann gucken wir mal, ob irgendwelche Variablen, Pointer oder sowas nicht anständig vorbesetzt sind. Und was mir auch schon mal passiert ist, ist, also Programm lief nicht. Ich habe mir gedacht, irgendeine Variable nicht vorher initialisiert, aber ich finde es jetzt nicht. Also schreibe ich mal ein paar Testausdrucke rein. Oder da steht eben dann printf und der Wert und nochmal printf und der Wert. Einfach mal so ein bisschen über das Programm verteilt. Dann sehen wir schon, was los ist. Und dann lief das Programm erst rein. Oh Mann, habe ich mich getäuscht. Die printfs wieder rausgeschmissen. Kracht wieder. Das ist auch so ein Fall, da habe ich wohl eine Variable nicht vorbesetzt gehabt. Also mal suchen. Die Pointer, das sind ganz unangenehme Kandidaten für Variablen nicht vorbesetzt. Bei den Pointern, ich mache mir einen, lege den ist irgendwo im Speicher an und dann gibt er mir was zurück. An dieser Stelle teste ich nicht, ob das Resultat null ist oder nicht, weil ich zu faul bin. Irgendwann habe ich keinen Speicher mehr, der gibt mir einen Null-Pointer zurück. Und Null-Pointer heißt ja, dass da wirklich Nullen stehen.
Das ist irgendwie schon ein Zeiger. Der guckt bloß ganz am Anfang vom Speicher. Meistens stehen ganz am Anfang vom Speicher irgendwelche wichtigen Sachen vom Betriebssystem. Wenn ich jetzt also so einen Null-Pointer kriege und schreibe da mal gemütlich ein paar Zahlen rein, ne, dereferenzieren und irgendwas reinschreiben, dann treffe ich was vom Betriebssystem und 30 Sekunden später habe ich einen Bluescreen. Weil irgendwas, oder vielleicht auch 3 Sekunden später oder 1/10 Sekunden später, weil irgendwas diesen niedrigen Speicherbereich, den ich aus Versehen erwischt habe, durch meine Dusseligkeit da, weil ich einen Null-Pointer benutzt habe, weil ich da irgendwas kaputt gemacht habe vom System. Also, Pointer sind typische Kandidaten für nicht anständig initialisiert oder nicht überprüft, wenn man den Pointer irgendwo hingegeben hat und einen gültigen Pointer zurückerwartet, aber keinen gültigen Pointer gekriegt hat. Null-Pointer zurückgekriegt. Wenn ich dann was mache mit diesem Null-Pointer, da also eine Zuweisung mache an diesen Pointer hin, dann wird irgendwelche Speicher überschrieben und das ist meistens schlecht. Auch wieder so ein typischer Fehler. In modernen Betriebssystemen passt übrigens das Betriebssystem auf, dass sie nicht da unten in das Low Memory vom Betriebssystem einfach so reinschreiben können an diesen Null Pointer, dann kommt eine Fehlermeldung. So geht es aber nicht. Memory Fault oder sowas ähnliches. Aber da müssen sie trotzdem mit dem Suchen anfangen. Ne? Wenn irgend so eine komische Fehlermeldung kommt, dass der Pointer aber nicht gut war, dann suchen wir mal schnell nach, wo wir Pointer nicht initialisiert haben oder nicht getestet haben, ob der Pointer, den wir zurückgekriegt haben, auch gut ist. Ja, die systematische Vorgehensweise beim Debuggen. Die Versuchung ist groß, wenn so ein Programm nicht läuft, läuft nicht, ach, ich habe da eine Schleife, vielleicht war die Endebedingung falsch, ich schreibe einfach mal ein +1 hin und probiere es nochmal. Die Versuchung ist groß, das so zu machen, aber es ist natürlich keine gute Idee, dieses einfach nochmal probieren. Was man wirklich machen sollte, ist das Problem mal reproduzieren, das Phänomen beobachten. Also ruhig nochmal anwerfen, nochmal die Eingabe machen, die man gemacht hat, passiert es immer noch. Mal eine andere Eingabe probieren, passiert es jetzt noch oder nicht? Also mal ein bisschen beobachten. Das ist so wie, wenn Sie zum Arzt gehen, der fragt Sie ja auch ab, bevor er aufschneidet, fragt Sie ja auch ab, wo es weh tut und was Sie heute früh gegessen haben und ob Sie Fieber haben und all diese Sachen. Das nennt sich Differentialdiagnostik. Erstmal Anamnese, was Sie schon in Ihrem Leben für Krankheiten hatten, dann die Symptome genau aufschreiben und dann wird nachgedacht, was das für eine Krankheit sein könnte und dann kann man aufmachen. Oder Medikamente geben oder sowas. Und das wollen wir hier auch. Wir wollen erstmal das Problem ein bisschen beobachten, reproduzieren, unter welchen Umständen passiert es. Und dann wollen wir eine Hypothese bilden. Dann schauen wir in unser Programm rein und dann bilden wir eine Hypothese. Es könnte zum Beispiel sein, dass das deshalb passiert. Aber dann wollen wir immer noch nicht den Programmcode ändern, sondern dann wollen wir mal messen. Ja, wenn das wirklich wahr ist, diese Hypothese, was müsste ich beobachten an dieser Stelle? Vielleicht noch mal das Programm an der Stelle da anhalten, wenn da noch drüber sprechen, über das Thema Anhalten, Debugger und so weiter. Das Programm an dieser Stelle anhalten und mal gucken, also ist diese Variable jetzt hier wirklich nicht initialisiert? Oder steht da wirklich 0 drin, obwohl es gar nicht sein dürfte? Oder ist das größer als n? Also messen. Wenn das wirklich diese Hypothese stimmt, dann müsste ich doch das und das und das beobachten. Wenn der Patient eine Lungenentzündung hat, dann müsste ich ja Fieber messen können. Erhöhte Temperatur.
Und genau sowas wollen wir hier auch machen. Also erst beobachten, eine Hypothese bilden, was könnte es denn sein, dann messen, ist es das wirklich, und dann wollen wir programmieren und das beseitigen. Das ist die systematische Vorgehensweise und nicht gleich wild losprogrammieren auf einen bloßen Verdacht hin. Obwohl die Versuchung groß ist und ich mich auch nicht immer beherrschen kann. Wir wollen eine Hypothese bilden und wenn wir beweisen, das war der Fehler, dann können wir ändern. Hier oben steht Beobachtung des Problems, Hypothesenbildung. Eine gar nicht so triviale Aufgabe ist herauszufinden, in welchem Bereich vom Programm es denn wir denn den Fehler haben. Und dann, naja, ein Kollege von mir nennt das, der Eberhard Zehner nennt das The Wolf's Fence, den Wolfszaun. Also, wir bauen mal einen Zaun um kritische Teile von unserem Programm auf. Wenn wir glauben, dass der Fehler vielleicht in dieser Funktion passieren könnte, dann schreiben wir vor den Funktionsaufruf mal ein Print-Statement rein, ein Print-F mit ein paar Variablen, die da relevant sind und gleich nach dem Funktionsaufruf auch nochmal und schauen, ob diese Variablen, die wir da ausdrucken, den Wert haben, den wir uns erwarten würden. Man kann auch sowas wie Bisektion machen. Ne? Programm funktioniert irgendwie nicht. Wir schauen mal rein, in der Mitte drin machen wir mal ein Print-Statement, ob alles noch so ist, wie es sein sollte oder nicht. Ob wir da überhaupt noch vorbeikommen. Und dann wissen wir schon, es passiert vorher oder hinterher. Und dann bauen wir, wenn es vorher passiert, bauen wir da wieder in die Mitte ein Print ein und gucken, ob wir an der Zeile noch vorbeikommen oder ob es schon vorher ein Bluescreen gibt. Also wir grenzen den Fehler ein, indem wir am Ende von der Funktion überprüfen, ob die Variablen den richtigen Wert haben, nach dem Statement überprüfen, dieses schrittweise eingrenzen mit Print zum Beispiel oder mit einem Debugger. Mit einem Print ist auch schon ganz nützlich. Die Debugger sind manchmal etwas unhandlich bei der Benutzung. Gute Programmiertechnik sind auch solche Assertions. Assertion, Englisch für Zusicherung. Manche Programmteile, die wir haben, die funktionieren nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel, die Variable darf nicht gleich nicht? Doch, jetzt aber. Jetzt gut. Ne? Also machen wir mal weiter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, hier. Besondere Abfrage, die Assertions. Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktion und wir wissen, die Funktion kann nur anständig arbeiten, wenn diese Variable ungleich Null ist. Dann ist es eine gute Technik, hinzuschreiben, da, wo es denn so sein soll, bevor Sie die Funktion aufrufen oder am Anfang von der Funktion gleich reinschreiben, if die Variable, die es halt ist, falls die 0 ist, dann drucke ich aus Annahme verletzt. Dann sehen wir immerhin als Programmierer,
das ist passiert, wir müssen vielleicht was machen. Also das ist eine vernünftige Technik, in den Programmcode so Sicherheitschecks einzubauen. Es gibt auch in diesem Modul assert.h, beziehungsweise in dem .o, was da dazugehört, so eine Funktion, die heißt assert. Und ich schreibe hier rein, assert Variable ungleich 0 an dieser Stelle im Programm. Was das assert macht, ist, wenn die Bedingung verletzt ist, dann wird eine Meldung ausgedruckt. Sonst passiert nichts. Verletzt ist, wird eine Meldung ausgedruckt. In einem Logfile oder auf dem Bildschirm, in irgendeinem Fehler-Nachrichtenfenster oder sonst was. Auf jeden Fall eine Fehlermeldung. Eventuell führt das sogar zum Programmabbruch. Das können Sie dem auch mitgeben, diesem Modul Assert, was es tun soll, wenn so eine Bedingung verletzt worden ist. Das ist ein ganz vernünftiges Werkzeug, um sicherzustellen, dass irgendwelche Randbedingungen, die Sie haben, auch eingehalten werden. Jetzt komme ich zu diesem Thema Debugger und jetzt rächt es sich, dass ich den Laptop in meinem Zimmer vergessen habe. Der Debugger ist eine grafische Benutzeroberfläche, damit man Programme zur Laufzeit inspizieren kann. Damit man reingucken kann in die Programme, während sie laufen. Wenn Sie wollen, so wollen, das Endoskop des Programmierers oder das Röntgengerät des Programmierers. Da können wir mal in unser Programm reingucken. Wenn Sie, hier habe ich das Beispiel Xcode, aber das geht in anderen integrierten Programmierumgebungen, in der Eclipse oder im Developer Studio von Microsoft auch. Ziemlich genauso sogar, das ist fast schon standardisiert. Wir tippen unser Programm ein und jetzt sind wir in dem Moment, wo wir sagen können, lauf mal. Führe das Programm mal aus. Und dann wird diese integrierte Entwicklungsumgebung das Programm übersetzen, linken, anstarten und dann läuft es irgendwie nicht, weil es einen Fehler hat. Jetzt sind wir schlau und sagen, gehen in unseren Programmtext rein und sagen, ich möchte, dass das Programm an dieser Stelle und an dieser Stelle anhält bei der Ausführung. Jedes Mal, wenn es an den blauen Pfeilen vorbeikommt, soll das Ding anhalten. Und dann sage ich hier oben wieder erstmal hier anstarten, an dieser Stelle und an dieser Stelle soll er anhalten. Und wenn er dann zum ersten Mal hier vorbeikommt, zum Beispiel an dieser Stelle hier, wenn dem Lauf der 1 zugewiesen wird, dann hält er hier an. Und ich kann hier oben im Einzelschritt weitergehen, hier Step into und Step over. Step into würde bedeuten, dass er hier reingeht und das, was hier steht, mal ausführt für das Lauf gleich 1 beim ersten Mal. Wenn ich dann sage, mach einfach weiter, dann bleibt er hier wieder stehen. Und wenn ich dann nochmal auf Continue drücke, dann bleibt er hier wieder stehen. Immer wieder an derselben Stelle im Programm bleibt er stehen und ich kann mal gucken. Erstens, dass ich da vorbeigekommen bin. Und zweitens kann ich eben auch Variablen angucken. Ich kann sogar Werte setzen, Variable verändern in so einem Debugger. Ich hier zum Beispiel, wenn ich an dieser Stelle stehe, der rote Pfeil sagt, da bin ich, dann sehe ich, dass die Variable Lauf gerade auf 6 steht, diese da, und dass das Max auf 15 steht. Ich kann also hier die Parameter max ist 15, die lokale Variable Lauf steht auf 6. Ich kann also hier an dieser Stelle die Variable inspizieren. In so einer integrierten Entwicklungsumgebung, in so einem Debugger. Es gibt eine ganze Menge Debugger und die wichtigsten Funktionen davon sind, ich kann Breakpoints setzen, wo das anhalten soll. Ich kann stepweise vorgehen, also einzelschrittweise. Und kann dann verfolgen bei jedem Schritt, wie sich hier oben die Variablen ändern.
ob das hier aufgezählt wird, ob das hier aufgezählt wird und so weiter. Es gibt auch, insbesondere früher, als es diese grafischen Oberflächen noch nicht gab, gab es sogenannte Trace-Werkzeuge. Ein Trace, da wird jeder wichtige Schritt dokumentiert in einer Datei oder so ähnlich. Wenn so ein Programm 1000 Mal durch die Schleife läuft, stehen da natürlich viele 1000 Zeilen in diesem Trace drin und man muss sich durchwühlen. Das war früher die Methode der Wahl zum Debuggen. Das hat dann häufig so ausgesehen, dass man also sein Programm hat laufen lassen, lief nicht, Trace einschalten. Dann kriegt man eine Datei von dem Trace. Und dann druckt man die mal aus, dann kriegt man so viel Papier, so einen Stapel. Dann blättert man da und auf der Seite 10 sieht man den Fehler. Trace weg, ab in die Tonne und Programm verändern, nochmal ausprobieren. Ich gebe zu, das habe ich auch gemacht. Heutzutage frage ich mich schon, wie ich damals fertig gebracht habe, so ohne mit der Wimper zu zucken, so viel Papier zu verballern. Aber immerhin war ich nicht der Einzige. Der Trace produziert eine ungeheure Menge an Output, aber man kann natürlich auch versuchen, das systematisch drin zu suchen. Ich meine, heutzutage lässt man sich eine Datei produzieren und sucht in der Datei mit Find oder so, nicht mit dem Auge. Also man setzt Breakpoints und in so einem Breakpoint kann man jetzt dann Variablen inspizieren, vielleicht sogar verändern. Das Verändern, das dient hier zu diesem Thema Messen, wenn dann. Wir bilden die Hypothese, an dieser Stelle könnte der Fehler sein. Wahrscheinlich läuft meine Schleife einmal zu viel. Also setze ich da einen Breakpoint hin. Ich halte da an und ich messe. Ich gucke, ob die Zahl wirklich so ist, wie ich es erwarte oder ob es nicht so ist. Und wenn sie nicht so ist, dann denke ich mir, jetzt setze ich die mal auf den richtigen Wert und gucke, ob der Rest vom Programm funktioniert. Ob es dann wenigstens ordentlich geht. Dann, wenn es dann funktioniert, dann habe ich den Fehler wirklich gefunden. Also, Werte setzen, inspizieren, Werte setzen. Ich kann die Aufrufkette anschauen, das sehen Sie hier. Das Main, das Hauptprogramm ist aufgerufen worden, das hat dann alle Summen aufgerufen. Und tatsächlich stecken wir hier in dem alle Summen drin. Das hier ist Summe von Lauf, ist noch nicht aufgerufen worden. Also hier an der Stelle sehen wir die Aufrufkette hier, die Variablen hier. Wir sehen, wo wir in unserem Programm stehen, an dieser Stelle. Und hier sehen Sie auch die Breakpoints. Ich habe hier 2 Breakpoints drin. Und so einen Breakpoint kann man natürlich mit dem Mausklick setzen und mit dem Mausklick wieder beseitigen. Ich könnte auch hier oben reingehen und mal hier einen Breakpoint setzen an dieser Stelle, den wegnehmen, weiterlaufen lassen, continue, dann, wenn ich dann hier vorbeikomme, hält er an. Also so Breakpoint setzen ist ein ganz cleveres, mächtiges Werkzeug. Viel mehr kann ich an dieser Stelle so allgemein nicht über Debugger sagen. Ich kann Ihnen auch keine Patentrezepte zum Fehlerfinden mitgeben. Es gibt schon ein Patentrezept. Diese 4 Zeilen hier funktioniert auch gut, aber das ist natürlich noch auf einem sehr abstrakten Niveau, das sehen Sie auch. Die eigentliche Arbeit liegt hier im Hypothesenbilden und dann natürlich im Saubermessen. Das Beseitigen ist dann meist ganz einfach. Meist. Manchmal gibt es auch was. Da merkt man dann, dass der ganze Algorithmus, den man fabriziert hat, Mist war. Aber das passiert eher selten. Sondern passiert alle paar Jahre mal. Als nächsten Abschnitt in der Vorlesung, da fangen wir jetzt auch noch mit an. Ich habe noch ein paar Minuten. Außer Sie haben noch eine Zwischenfrage. Nein, warten wir nicht so lange. Als nächstes möchte ich über reaktives Programmieren sprechen.
Was wir bisher gemacht haben, das Programm Alle Summen war ein gutes Beispiel. Ne? Unser Programm bekommt die Kontrolle, macht sein Ding und ist fertig. Im Fall von dem Alle Summen, unser Programm bekommt die Kontrolle, fragt den Benutzer, bis zu welcher Zahl es die Summe aller Zahlen der Zahl haben möchte. Das haben wir hier laufen lassen. Und wenn Sie dem die Zahl 100 gegeben haben, dann druckt er eben aus. Die Summe aller Zahlen von 1 bis 1, von 1 bis 2, von 1 bis 3, von 1 bis 4, von 1 bis 10, von 1 bis 100. Und als letztes druckt er eben dieses 5050 und dann ist er fertig und gibt die Kontrolle wieder ab. Das nenne ich mal aktives Programmieren. Wir können es auch imperatives Programmieren oder sonst wie nennen. Programm kriegt Kontrolle, Programm macht sein Ding, fragt zwischendurch mal den Benutzer, Programm ist fertig. Und das ist auch durchaus vernünftig, wenn man irgendein Modell programmiert, dann, ja, Sie starten das Modell an, dann rechnet das Modell 2 Stunden, der Rechner ist unbenutzbar in der Zwischenzeit und dann ist er fertig, Sie sehen die Resultate und sind froh oder auch nicht. So war das Programmieren übrigens bis in die 60er Jahre ausschließlich. Also 60er Jahre, 70er Jahre letzten Jahrhunderts. Als ich Programmieren gelernt habe in den 70er Jahren, da war das auch noch meistens so. Da ging es gerade los mit diesen interaktiven Systemen. Und bei solchen interaktiven Systemen, da ändert sich das Paradigma. Da wartet das Programm auf irgendeine Benutzereingabe oder auf irgendein Ereignis. Reagiert drauf und wartet wieder. Mein iPad da vorne wartet jetzt. Und es gibt viele Optionen, die ich machen kann. Ich kann ja auf diese kleine Taste drücken und es ist Feierabend. Und ich schmeiße ein Spielchen an. Wo hätten wir denn eins? Oder ich wische hier so und dann kommt die nächste Seite. Oder ich wische in die andere Richtung. Und das möchte ich am Ausführungsmodell von solchen Web-Applikationen Ihnen erklären. Web-Applikationen ist das, was man zum Beispiel beim Google Calendar sieht oder bei Google Maps. Die Karten, die liegen irgendwo bei Google in irgendeinem dicken Rechenzentrum, in der Regel da, wo es billigen Strom zu kaufen gibt. Und da geht, irgendwelche Internetleitungen gehen dahin und wir an unseren mobilen Devices, wir kriegen einen Ausschnitt aus der Karte gezeigt und dann tippt der Benutzer irgendwas ein oder drückt irgendwo drauf und da passiert was. Geht es wieder zum Rechenzentrum hin, das Rechenzentrum schickt uns das Zeug zurück. Das Neue, was dargestellt werden soll. Und wenn wir kein Internet haben, funktioniert es nicht anständig. Das sind solche Web-Applikationen. Google Maps oder der Google Calendar ist ein typisches Beispiel oder sowas, so ein Bilderservice, Picasa oder wie die Dinge alle heißen. Ich bezeichne es gerne auch als mikrointeraktiv. Man macht eine Geste auf dem Benutzerinterface, man gibt ein paar Buchstaben ein und dann tut sich was. Selbst die Google-Suche ist so. Sie tippen da oben ein Zeichen ein und dann kommen ja schon gleich Vorschläge. Sie tippen noch ein Zeichen ein, kommen andere Vorschläge. Teilweise kommen auch gleich die Suchergebnisse für den Teil, den Sie da eingegeben haben. Also Sie sind mikrointeraktiv. Das Benutzeroberfläche, die läuft jetzt hier auf unserem mobilen Gerät oder auf dem Laptop oder auf dem Desktop, auf dem Bildschirm natürlich, im Webbrowser drin. Und wir werden dann noch hier ein wenig drüber sprechen, was da passiert. Der Webbrowser, der schickt irgendwelche Requests. Nachdem Sie eine URL eingetippt haben, holt er Ihnen eine Webseite. Sie tippen ein, maps.google.com, und dann zeigt er Ihnen irgendwie die Weltkugel von oben und
Sie kriegen ein Feld, in dem Sie Ihre Suche, den Ort eintippen können, den Sie haben wollen. Im Browser hier. Und mit der Webseite kommt übrigens auch ein Stück Programm, Skripte. Und wenn Sie sich das Google Maps mal genau angucken, da kommt eine ganze Menge JavaScript mit. Können wir auch beim nächsten Mal nochmal reingucken. Das werden wir noch versuchen hier mit dem Laptop. Also, da kommt HTML und ein bisschen Grafiken, aber das ist eigentlich nur die Grundlage, das Substrat, wenn ich das mal so nennen darf. Und was noch mitkommt, ist ein Stück Programm, was auf Ihre Eingaben reagiert, interaktiv reagiert. Ja, teilweise wird schon zusammengepackt, das ist mein Zeichen, jetzt mal hier ruhig zu sein und Sie nach Hause gehen zu lassen. Wir sehen uns am nächsten Dienstag um 9.15 Uhr, möglichst viel Zeit, hoffentlich hier wieder. Auf Wiederschauen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.